Hallo, meine lieben Karawanfreunde, der Micha hier, ich grüße euch. Ja, heute haben wir hier ein Schlachtschiff, wo der Kunde ein bisschen Pech hatte. Beim Rangieren im Urlaub hat er sich leider ein bisschen verschätzt. Ist natürlich auch bei dieser Größe, Länge und Höhe manchmal auch nicht zu verhindern. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Erstmal das Wohnmobil an sich. Wie gesagt, ist halt ein Schlachtschiff und ist manchmal auch ein bisschen schwierig, damit auf dem Campingplatz zu rangieren. So, wo haben wir den eigentlichen Schaden? Der Schaden ist hier im Grunde so die Ecke, die halt immer wieder beschädigt wird bei vielen Wohnmobilen. So, hier haben wir halt eine Beschädigung, die sich leider nicht mehr polieren lässt. Hier sind halt tiefe Kratzer. Das wird jetzt ausgeschliffen. Dann werden die tiefen Kratzer mit Spachtelmasse ausgeglichen. Dann kommt eine Grundierung da drauf. Und dann wird es im Teilbereich lackiert und der Übergang dann poliert. Aber schaut selber. So, das Wohnmobil befindet sich jetzt in der Lackierabteilung. Hier haben wir jetzt soweit alles ausgeschliffen und einen Schutzfüller aufgebracht. Dieser wird jetzt nach dem Trocknen nochmal bearbeitet. Und dann werden wir hier eine Teillackierung durchführen, wie schon von mir erwähnt. Ja, so sieht das aus. So, die Ecke ist jetzt anlackiert, wie man sehen kann. Die Beschädigung ist weg. Ja, diesen leichten Spritznebel, der jetzt hier zu sehen ist, ist leicht matte. Das wird jetzt noch poliert. Sobald der Lack abgetrocknet ist, dann ist das Fahrzeug wieder schön und der Kunde kann damit entspannt weiterfahren. Ja, ist fertig poliert. Wie ihr seht, man sieht nichts, dass hier mal ein Schaden war. So soll das ja auch sein. Jetzt mal meine Frage an euch. Ist euch so ein Malheur auch schon mal passiert auf dem Campingplatz, rangiert und dann irgendwo am Vorzelt hängen geblieben oder an der Markise vom Nachbarn? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch sowas auch schon mal passiert ist. Und jetzt euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.